Heute geht es um Patrick, ein Anfang 30-jähriger Mann, muskulöser Mann, der sich die Zornesfalte unterspritzen lassen möchte. Und die Frage ist, wozu lässt man sich die Zornesfalte unterspritzen? Die Zornesfalte ist in der Kommunikation, so wie diese Falte hat, etwas, was Aggressivität, Dominanz, nicht unbedingt Freundlichkeit mit sich bringt. Und da gab es eine interessante Studie, wo in einer Firma die eine Hälfte gebotoxt wurde, die andere Hälfte nicht gebotoxt wurde und wie insgesamt quasi die Zufriedenheit eigentlich unter den Mitarbeitern gestiegen ist. Vielleicht gab es auch gratis Cola und Fanta, das weiß ich nicht. Aber wir wissen, dass aus verschiedensten Studien eine Zornesfalte, die reduziert ist, ein freundlicherer Blick, der entsteht, auch wenn ich lache in die Kamera, einen riesen Vorteil hat. Und ich sage immer so, die Zornesfaltenunterspritzungen, man lehnt das ja nicht, sondern man reduziert nur die Bewegung, genauso wie es bei mir einfach reduziert ist, ist, finde ich, eine sehr positive Behandlung. Die letzte Behandlung, die ich mir wahrscheinlich wegnehmen lassen wollen würde, weil ich finde, dass man Patienten damit sehr viel Freude machen kann, wenn sie das wollen. Die Zornesfalte zu unterspritzen hat sich sehr viel geändert in den letzten Jahren von den Techniken. Das zeigen wir in der Filler Academy und ich zeige heute auch wieder ein Video, das ich primär für die Filler Academy gedreht habe. Aber ich möchte ein bisschen dir auch, wenn du dich vielleicht unterspritzen lassen möchtest, zeigen, worauf du aufpassen musst oder aufpassen solltest, dass der oder diejenige, die sich an der Zornesfalte unterspritzt, vielleicht das andere und ein oder andere theoretische Wissen auch mitbringen soll. Also auf geht's zu Patrick mit der Zornesfalte. Zornesfalte bei Patrick. Prinzipiell ist es so, dass Männer meistens eine stärkere Aktivität des Muskels haben und wenn wir den Patrick bitten, böse zu schauen, dann sehen wir da, es rumst die Bums, da sind relativ starke Muskeln. Ein starker Korrugator, eine leichte Procerus-Aktivität, und wir sehen, dass ein riesiger Korrugator uns diese vertikalen Falten macht. Korrugator macht vertikale Falten, der Procerus die horizontalen Falten. Die Stärke des Muskels hat nichts mit der Tiefe der Falte per se zu tun. Lass locker, Patrick, sonst kriegst du noch Kopfweh. Das hat jetzt per se nicht unbedingt mit der Stärke des Muskels zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass auf der rechten Seite der Muskel stärker ist als auf der linken Seite. Wichtig, die neue Unterspritzungstechnik des Procerus und des Korrugator funktioniert so, dass ich den mittleren Punkt, den man normalerweise spritzt, auslasse. Das heißt, früher war es so, böse schauen, dass ich mir den Verlauf des Korrugators irgendwie so angezeichnet habe. Da ist er. Und locker lassen und hätte jetzt quasi, so wie es in den alten Büchern war, einen Punkt gespritzt, einen in der Mitte und noch einen Punkt, das heißt drei Punkte. Und wir wissen ja aus den einigen Videos schon, dass der mittlere Punkt dann nicht ungefährlich ist, weil eine von 200 Patientinnen oder Patienten hat ein echtes Foramen supraorbitale, das heißt ein Loch, das in die Augenhöhle geht. Und wenn ich Botulinumtoxin hier tief spritze, könnte durch dieses Foramen supraorbitale das Botulinumtoxin nach hinten wandern und in der Augenhöhle hinten den Levator palpebrae treffen und dann hat der Patient quasi das Hängelid. Daher spritze ich ausnahmslos bei allen Patienten nur den äußeren Teil und den inneren Teil und lasse diesen Punkt immer weg. Wie wir es auch schon in einigen Videos erzählt haben, ist der äußere Punkt oberflächlich und der mediale tief. Und beim medialen spritze ich mehr Botulinumtoxin als beim äußeren. Wenn er nochmal böse schaut, sehe ich eigentlich auch, dass die Aktivität und der oberflächliche Ansatz vom Korrugator sicherlich geringer ist wie der mediale Anteil. Und bei der Unterspritzung werden wir auch sehen, dass ich ganz wichtig bei ihm den Korrugator ein bisschen anhebe, um nicht die tiefen Frontalis-Anteile zu treffen. Eigentlich nicht so schwierig. Wichtig bei Botulinumtoxin unterspritzen ist es, dass jeder Mensch anders ist und dass ich auch von der Dosis und von dem Ort, wo ich genau die Nadel setze, einfach immer einen Unterschied macht. Deswegen macht es auch Spaß, mehrere Patienten am Tag zu unterspritzen. Es ist nicht nur immer das Gleiche. Und wichtig ist auch, dass die Dosis angepasst werden muss. Das heißt, wenn die Zornesfalte 2,50 kostet und beim nächsten vielleicht doch mehr 300 kostet, so wie bei Patrick, dann muss man eben auch im Wissen, dass ich dann mehr Dosis brauche, gerade wenn die Zornesfalte so stark ausgeprägt ist. Im Prinzip sollte es jeder können. Wenn du es noch nicht kannst und Arzt bist, dann bist du herzlich willkommen bei uns bei der Filler Academy. Aber ich glaube, dass der Kanal ja eh für Patienten ist und diese, wie alle anderen, da komme ich hin jetzt genau, gerne folgen, weil wir Dienstag und Donnerstag immer neue Videos bringen und ich freue mich über Kommentare und ich freue mich vor allem über viele, viele Menschen, die mir zuschauen und sich freuen darüber, dass wir versuchen, glaube ich, ganz guten Content zu machen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, ciao und baba.